Die Höhle der Löwen. Weltneuheit Ebal besser als Segway und Hoverboard. In der Höhle der Löwen fährt diesmal eine Weltneuheit vor, der Ebal funktioniert wie ein Segway, doch statt auf Rädern fährt man auf einer Kugel, die sich in alle Richtungen bewegen kann. Der Stern hat mit dem Erfinder Uli Sembeth gesprochen. Es ist etwa 3 Jahre her, dass Uli Sembeth zum ersten Mal auf einem Segway stand. Das Elektrogefährt, das sich allein durch die Verlagerung des Gleichgewichts lenken lässt, faszinierte ihn sofort. Nur eines fand Sembeth verbesserungswürdig, noch cooler als auf 2 Rädern durch die Gegend zu fahren, wäre es doch, auf einer Kugel zu balancieren, überlegte sich Sembeth. Da es ein solches Kugelgefährt noch nicht gab, baute der gelernte Medizininformatiker kurzerhand selbst eines. Die Komponenten bestellte er sich im Internet und los ging die Tüftelei. Nach einigen Monaten konnten Sembeths Kinder auf dem ersten Prototypen herumeiern. Insgesamt 2,5 Jahre konstruierte und schraubte Sembeth an verschiedenen Varianten, nun präsentiert er in der Höhle der Löwen einen funktionstüchtigen Ebal. Der Erfinder erhofft sich eine Investition von 500.000 Euro, um den Ebal in Serie gehen zu lassen. Dafür bietet er 12,5% seiner Unternehmensanteile. Ebal fährt in alle Richtungen. Kann der 48-Jährige die Löwen mit seiner Kugelversion eines Segways überzeugen? Und wer braucht einen Ebal, wo es doch schon Segways und Hoverboard-Scooter gibt? So ein Gerät braucht keiner. Aber es macht riesigen Spaß, sagt Sembeth im Gespräch mit dem Stern. Der Ebal ist für ihn die Spitze der Segway-Evolution. Denn im Unterschied zur Konkurrenz auf Rädern kann der Ebal nicht nur vor und zurück, sondern auch seitwärts fahren. Dafür sorgen die 4 Motoren, die Sembeth in seinem Gefährt verbaut hat. Spezielle Fußsensoren sorgen dafür, dass sich der Ebal-Fahrer um die eigene Achse drehen kann. Gedacht ist der Ebal weniger als Fortbewegungsmittel im Alltag, denn als Sportgerät für Actionfans. Bis zu 22 Kilometer h fuhren manche Prototypen. Das erwies sich allerdings stellenweise als etwas zu rasant. Die neueste Version fährt nur noch 10 Stundenkilometer. 10 Kilometer h kommt einem auf einer Kugel immer noch ziemlich schnell vor, sagt Sembeth.